Ja, herzlich willkommen hier in der Hochschule. Schön, dass Sie alle gekommen sind, obwohl die Treppen mir so unbequem sind. Ich habe mich erkundigt, es gibt einen Lastfahrstuhl. Der ist aber nicht für Personen gedacht, sondern für schwere Geräte. Also wer partout nicht wieder zurückkommt, der kann mit zum Lastfahrzug nach unten fahren. Die sind offenbar hier auf junge Leute eingerichtet und haben nicht daran gedacht, dass das irgendwann mal beschwerlich ist, Treppen zu steigen. Trotzdem und gerade deswegen herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind. Die Hochschule hat sich ja was dabei gedacht. Eigentlich wollen die hier Studenten mit Dortmundern mischen. Die Studenten sind irgendwie nicht gekommen, aber das muss man jetzt auch sagen. Ich habe die ganz große Bitte, dass Sie mich nicht die ganze Zeit alleine reden lassen, sondern ich bin lebhaft daran interessiert, dass wir miteinander uns austauschen. Also eben beim Guten Tag sagen und beim Begrüßen habe ich schon von einigen gehört, wir überlegen selber, ob wir vielleicht dann doch anders und wann eigentlich und wie eigentlich und so. Das können wir alles wunderbar miteinander reden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie gekommen sind. Meine große Bitte, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass ich mitkriege, was Sie für Fragen haben. Ich will mir dann große Mühe geben, die zu beantworten. Wir können das ausdehnen. Ich werde zwar irgendwann ab 8 hier von einer netten Sozialarbeiterin abgeholt, aber die wartet. Die will mich in einer Senioren-, in einer Pflegewohngemeinschaft in Mühlheim heute Nacht unterbringen. Die kenne ich von vor 3 Jahren. Und diese alten Damen da mit einem Mann, die wünschen sich, dass ich da unbedingt einmal endlich mal bei Ihnen auch über Nacht bin. Darum würde ich mich heute. Und darum werde ich heute Nacht im Mühlheim schlafen. Aber die wird gerne warten, bis hier alle Fragen beantwortet sind. Also ich bin nach hinten bewegt. Dann möchte ich gerne mit dem, was die meisten von Ihnen wissen, dass wir nämlich in einer Zeit leben und alt werden dürfen, in der das Altwerden nicht mehr die Ausnahme ist, sondern die Regel ist. Altwerden ist normal geworden. Die Mediziner und die Friedensbedingungen und die besseren Ernährungen und was alles dazukommt, die geringe Kindersterblichkeit hat wirklich Wunder bewirkt. Unsere Lebenserwartung hat sich im Vergleich zu den Großeltern um fast 30 Jahre verlängert. Sich das für uns. Es geht immer noch weiter. Jedes Jahr wird die Lebenserwartung bei uns immer noch wieder, manche sagen es ein halbes Jahr, manche 3 Monate, ist aber egal. Also jedenfalls wird es immer, immer, immer größer mit unserer Lebensperspektive, immer länger. Ich rede manchmal von gewonnenen Jahren, weil das natürlich auch eine Leistung ist. Das ist ja nicht einfach nur vom Himmel gekommen, sondern da stecken ganz viele vernünftige Entscheidungen drin und auch Hilfen drin. Man wird, denke ich, oft geschenkt. Weil wir haben eben Glück, dass bei uns nun nicht Krieg stattfindet, sondern dass wir in Friedenszeiten alt werden dürfen und dass wir unter diesen doch ungewöhnlich günstigen Bedingungen im Gegensatz zu der Großelterngeneration, die da Anfang des 20. Jahrhunderts ganz grässliche Perspektiven hat. Immerhin jeder dritte 80-Jährige die Chance hat, dement zu werden oder dement zu sein. Ja, das ist ein neues Thema, aber das will ich auch gerne aufnehmen. Ich will davor nicht mich drücken. Die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Älterwerden auch mehr bei uns oder unter uns dement werden, die stimmt. Das ist eine statistische Feststellung, da kann ich nicht drum herum reden. Aber ich lerne seit Jahren, mit Demenz vertraut zu werden. Für mich ist Demenz nicht eine Katastrophe, wo ich denke, bloß weglaufen, bloß nichts damit zu tun haben, bloß einen großen Bogen darum machen, sondern ich lerne schrittweise, ich bin ja Jurist und kein Mediziner, ich lerne, dass die Demenz sehr unterschiedlich verläuft. Es gibt nicht eine Form von Demenz und eine Form von Demenzerkrankung, sondern sehr, sehr unterschiedlich, sehr lang angelegt, eine Veränderung. Es ist eine Persönlichkeitsveränderung. Die Ärzte rätseln immer noch, woher das kommt. Keiner weiß genau, wie das beginnt. Darum gibt es auch noch keine richtigen Mittel dagegen. Je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, es ist eine besonders spektakuläre Form von Altwerden.
Und die hat nicht nur mit dem Kopf oben zu tun, sondern die hat mit der ganzen Person zu tun. Und es begegnet einem dann ein anderer Mensch. Aber es ist ein Mensch. Und der hat Wünsche und möchte gerne einbezogen sein und möchte gerne respektiert sein. Und möchte gerne auch mit seinen reduzierten Möglichkeiten noch beteiligt sein. Soll ich mal ganz undogmatisch und unrhetorisch gleich mit einer Geschichte anfangen, die mich besonders berührt hat. Ich habe 14 Tage in einer Pflegewohngemeinschaft mit 10 Dementen, also 9, ich war der 10. in Bremen gewohnt. Und stellen Sie sich vor, da habe ich eine Frau wieder getroffen, die ich als Schüler in Bremen am Theater angehimmelt habe. Beate Lenders, das war die tollste Schauspielerin meiner Kindheit, also meiner Jugendzeit. Ich war wahrscheinlich ein bisschen verguckt in sie, wie das denn so ist mit 15, 16 Jahren. Sie war für mich unerreichbar. Ich habe mich nie getraut, ihr einen Brief zu schreiben oder ihr ein Blümchen auf die Bühne zu schmeißen. Oder ich habe auch nie vor ihrer Garderobe gestanden und Danke gesagt, ich habe das alles für mich bei. Jetzt treffe ich sie wieder als dementkranke Frau und jetzt habe ich ihr alles erzählt, was ich mich als Schüler nicht getraut habe. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen, denn das wusste sie doch. Diese alten Geschichten, dieses alte große Theatererlebnis, das wusste sie. Und sie hat sich gefreut, dass ich ihre Rollen noch kannte und dass ich die gut fand. Und dann habe ich ihr Kritiken besorgt, natürlich nur die guten, und ihr die vorgelesen und dann habe ich Bilder gefunden. Schöne. Jetzt duzen wir uns. Also, jetzt ist Beate für mich und sie sagt dann gelegentlich Frau Hennig zu mir. Jetzt kann ich sie in den Arm nehmen. Früher habe ich das ja nur erträumt. Sie geht keinen Schritt alleine aus dem Haus. Aber wenn ich da bin, dann kann sie es gar nicht abwarten. Wann gehen wir los? Und bitte sehr. Und dann fragt sie das immer wieder, manchmal 20 Mal, immer wieder. Bis sie dann laufen. Und dann, wenn wir laufen, dann erzählt sie. Manchmal geht es durcheinander, aber manchmal ist es auch richtig spannend. Wir sind schon 3-mal im Theater gewesen. Wir haben schon einen Film fürs ZDF gemacht. Wir sind 2 Tage hinter uns her gewesen und dann sind wir mit ihnen ins Theater gegangen und in der Straßenbahn gefahren, immer mit der Kamera. Und sie hat das alles gut gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die jetzt erst richtig erreicht. Können Sie sich das vorstellen? Als Junge war die für mich ganz unerreichbar, weit weg. Und jetzt, ja, durch mein Alter und ihr Alter, und ihre Demenz und diese Wohngemeinschaft, habe ich nun plötzlich einen Draht zu ihr. Und jetzt können wir miteinander. Und das strahlt sogar auf die anderen aus. Die lebt damit, also jetzt sind es wieder 10, ich bin ja da wieder abgehauen nach 14 Tagen. Diese 10 leben mit unterschiedlichen Demenzstadien. Haben alle ein Problem, keiner von denen kann alleine klarkommen zu Hause, alle brauchen jemanden, der sagt, wo es lang geht, aber alle wollen noch was tun, basteln selber an ihrem Essen rum, fehlen Kartoffeln, putzen Gemüse, rühren den Pott rum. Eine alte, frühere Freundin von mir, eine Schulhausmeisterin, Pflegestufe 2, die hat halt das Sagen, die bestimmt den Essensplan und die kauft ein und die bringt den Schülern bei, die der Haushilfeschüler sind, die eigentlich die pflegen sollen. Die bringen denen bei, wie das geht. Und fühlt sich dabei wohl. Backt jeden Tag einen Kuchen für die und dann essen da die Pflegekraft den Kuchen, den die Pflegebefohlene selbst gebacken haben und beide sind glücklich. Ich habe da die wunderbarsten Sachen erlebt und habe gelernt, darum sage ich das auf Ihren Einwurf hin, dass Demenz eine dramatische Veränderung ist, auch eine dramatische Herausforderung für Beziehungen. Ich kenne Paare, die sich nicht mehr kennen, stehen sich gegenüber nach 60 Jahren Ehe und sagen, wer bist du denn eigentlich? Das ist bitter, das tut weh, wenn man sowas erlebt, aber es ist trotzdem nicht das Ende vom Leben. Es ist nicht Schluss, sondern es ist ein völlig verändertes Leben, völlig neue Lage und ich bin überzeugt davon, dass man einen Großteil, nicht einen Großteil der Demenzerkrankten dadurch helfen kann, dass sich Leute um sie herumstellen und auf sie eingehen, sie nicht alleine lassen, ihnen die Stützen und Hilfen bieten, die sie brauchen, damit sie klarkommen, ihnen aber möglich machen, dass sie noch in vertrauter Umgebung sind, dass sie
dass sie sich vielleicht dann doch mal wieder, Langzeiterinnerung, Langzeitgedächtnis funktioniert ja manchmal noch, sich wieder erinnern können, sich einbeziehen lassen. Ich habe eine 90-jährige Freundin, die kennt meinen Namen nicht, ihren eigenen auch nicht, aber wenn ich mit der Frau Gerhard Lieder singe, geh aus mein Herz und suche Freude zum Beispiel, ich kann mit Mühe 4 Strophen. Ich bin sicher, die können auch nicht alle mehr. Die kann alle 15 Strophen. Die singt sogar Strophen, die gar nicht im Gesang sind. Die hat sie irgendwo aufgeschnappt. Und die singt sie mit einer Begeisterung. Und ich gucke dann und klatsche dann. Und ich bin begeistert und sage, wer hat eigentlich Gedächtnisprobleme? Also das ist ihre Leistung. So kann sie sich beteiligen. Und das tut ihr gut. Man sieht das an. Sie ist wieder einbezogen mit dem Singen. Da hat das Singen dann geholfen. Also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Der Garten ist ganz wichtig, dass man mit Demenzerkrankten noch im Garten was zu tun hat. Ich kenne ein Projekt in Lauenbrück, da haben sie einen Garten für Demenzkranke angelegt. Da gibt es nur Blumen, die man essen kann. Weil Demenzkranke gerne alles in den Mund stecken, haben die den ganzen Garten so angelegt, dass da keiner sich was wegholt, wenn da was Falsches im Mund steckt. Das kann man alles futtern, was da ist. Und sie bewegen sich da. Und das ist dann ihr Garten. Manchmal ziehen sie die Falschen raus, aber was ist das schon wichtig? Hauptsache, sie bewegen sich und sie erleben das als ihre Sache. Mit Tieren. Bei den Menschenkranken sind Tiere manchmal ganz wichtig. Es ist ganz großer Kummer, wenn man ihnen die Tiere wegnimmt, an denen ihr Herz hängt und sie irgendwo im alten Pflegeheim unterbringt. Wohl versorgt, aber Tiere geht nicht, weil der Laden lässt keine Tiere zu, schon gar nicht mitgebrachte Tiere, dann ist das eine große, große Not. Ich habe beobachtet, dass wo das geht, dann sie darüber wieder Rückmeldung kriegen. Dann ist, es gibt diese großen Hütehunde, die nicht beißen und nicht bellen und die eigentlich wirklich liebe, umsichtige, wohlerzogene Tiere sind. Das sind wie emotionale Rückmeldungen, die man da bekommen kann. Und wenn man da sieht, wie so ein alter Mensch, der nicht mehr laufen kann, aber dann so ein Tier noch streichelt und dem es dann gut tut, wenn er die Schnauze auf den Schoß legt oder was weiß ich, wie nah sich das Tier dann an. Das ist doch toll, wenn das geht. Also, so habe ich gelernt, gehe ich mit der, Sie haben recht, statistischen, großen Zuwachs. Wir vermehren uns, also die Demenzkranken werden immer mehr, weil wir immer mehr Alte sind, so gehe ich damit um, als eine Herausforderung, nicht als eine Katastrophe. Jetzt will ich aber wieder zu meinem Konzept zurückkommen, die haben mich da ein bisschen rausgeschubst, aber ist gut so, finde ich toll, dass wir das gemacht haben. Ich nehme diese Jahre als Geschenk und will was mit denen anfangen. Ich will die nicht weggeben, ich will die nicht durch Jammern und durch Klagen, was da alles nicht mehr geht, irgendwie lieblos angehen, sondern ich bin neugierig darauf, was alles möglich ist. Ich bin neugierig darauf, was alles nach der Berufstätigkeit, nach diesen Sprengen, so ein Politikerleben ist ja sehr durchgetaktet, also 7 Tage in der Woche, machen sich viele gar nicht klar, was die alles so an Fremdbestimmung aushalten müssen. Gott sei Dank, das ist weg, da muss ich nun nicht mehr hinterher jammern. Ich habe plötzlich ganz viel neue Möglichkeiten, kann ganz viel Neues anfangen, ganz viel Neues ausprobieren. Und das möchte ich. Und ich möchte gerne andere auch dazu anregen. Also ich will das nicht für mich als Privileg feiern, sondern ich möchte das gerne irgendwie als eine Möglichkeit, als eine Türöffnung für viele, viele, viele Menschen plastisch machen. Darum schreibe ich meine Bücher, darum bin ich auch hierher gekommen. Es fängt an, darf ich das in so einer Industriestadt wie Dortmund sagen, es fängt schon an bei der Arbeit. Früher als Juso, als ich ein linker, frecher Juso war, da habe ich immer den Leuten gratuliert, wenn die mit 50 in Vorruhestand gehen. Oder ihr habt es geschafft, die Maloche ist hinter euch, ihr seid in das Reich der Freiheit gekommen, ihr könnt jetzt alles machen. Inzwischen denke ich darüber ganz anders. Inzwischen denke ich, man muss sich genau angucken, was für Berufe und was für Berufstätigkeiten das sind. Dann würde ich auch heute noch gratulieren, wenn er mit 50 den Griffel ablegt. Aber das gilt nicht für alle. Ich kenne Leute, die werden erst richtig gut, wenn sie über Berufserfahrung verfügen. Dann
Ärzte zum Beispiel. Also Ärzte vorzeitig in Ruhestand, zumal wir Ärzte Mangel haben, ist doch der blanke Unsinn. Die brauchen doch eine lange Zeit, bevor die ihren ganzen Hochschulkram vergessen haben und durch viele, viele Praxis und durch viel alltägliche Erfahrung wirklich nah an den Menschen sind. Und dann sind sie richtig gut. Und dann sind sie die Vertrauten. Und dann braucht man sie. Und dann muss man sie erreichen können. Und dann müssen sie nicht irgendwie so wie die in der Klinik sein, sondern müssen sie hoffentlich auch ambulant erreichbar sein. Und davon gibt es leider tendenziell zu wenig. Und immer weniger. In den Flächenländern und auf dem flachen Lande, in den neuen Bundesländern, haben wir einen richtig dramatischen Ärztemangel. Also werben wir drumherum. Dann mach doch. Ihr braucht ja gar nicht mehr zu operieren, aber das erste berühmte Gespräch, die Beratung, die Hilfe, die man braucht, ist es schwer oder ist es einfach nur eine Grippe, die man nach einer Woche wieder ausgeschwitzt hat oder so, das ist doch eine wunderbare Hilfe. Bei Lehrern denke ich auch so. Ich bin ja auch Schulsenator gewesen und habe viele erlebt, die dann als Burnout-Lehrerinnen und Lehrer sagten, wir können nicht mehr. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, auch bei Lehrern, Lehrerinnen zu motivieren, ihre Arbeit und ihre Kinder, und wenn es nicht mehr die ganze Stundenkraft ist, dann die halbe oder sogar die Viertel. Ich kenne Lehrer, pensionierte Lehrer, die mit 5 Stunden noch sich einfach im Geschäft halten wollen, nicht unbedingt, weil sie dann noch Geld kriegen, die kriegen Geld, aber weil sie Kontakt zur Schule haben, weil sie noch dabei sein wollen. Die suchen sich dann aus, was sie gut finden, also die machen nicht, was Stress ist, sondern die haben wählerische Vorstellungen, aber die wollen die Nähe und sie sind segensreich. Gerade habe ich vor Augen so eine Schule bei uns, die ist so hundertprozentig GEW organisiert und das sind nur ganz wenige Sozialdemokraten, die meisten sind woanders organisiert. Das sind eigentlich die, die immer gegen mich gekämpft haben, als ich da der Regierungsverantwortliche war. Da war ich vor einiger Zeit und dann habe ich 5 Leute getroffen und gesagt, was macht ihr denn hier? Druckst du so, ja, wir sind zwar in Rente, aber zu Hause fiel uns die Decke auf den Kopf. Und dann haben wir mal nachgefragt und der Schulleiter ist ja unser alter Kollege und er sagt, Mann, euch kann ich so gut gebrauchen. Guck mal da und da und dazu. Wir sind glücklich, dass wir hier noch was zu tun haben. Sagten sie mir. Alles gegen ihre Regeln. Also vor 20 Jahren hätten sie mich aus der Gewerkschaft rausgeschmissen, wenn ich gesagt hätte, ihr werdet mal als Rentner da noch mit anfassen. Jetzt tun sie das, weil es ihnen gut tut. Weil die Kinder ihnen gut tun. Weil sie weiter Draht haben zu ihrem großen, bunten Lebensfeld. Also die so früh wie möglich wegzumachen, ist auch nicht von. Ich bin ja Anwalt gewesen. Anwälte, so früh wie möglich nach Hause schicken, macht keinen Sinn. Die wirklich verantwortlich handeln, die nicht immer nur sehen, dass sie ordentlich gut Kasse machen bei den Verfahren, die wirklich gut beraten, das sind oft Ältere, die mehr an den Mandanten denken als an ihren eigenen Geldbeutel. Die Jungen, die müssen Geld verdienen, die müssen die Schulden abzahlen und die müssen sehen, dass sie ins Geschäft kommen und so. Die sind unter schwerem Druck, schwer auch in Dortmund, ganz sicher. Die Älteren können sich leisten zu sagen, hört mal zu, das machen wir jetzt mal nicht über das Gericht, sondern da sehen wir mal zu, dass wir einen außergerichtlichen Vergleich kriegen, der kostet nicht so viel Geld und da kommt die Ehe mit durch und dann habt ihr wenigstens noch was davon und dann ist die Sache erledigt. Auch da erlebe ich, dass es sinnvoll ist, dass man so, bei Handwerkern erlebe ich das, gerade bei Selbstständigen erlebe ich das, dass es ein Segen ist, wenn die miteinander harmonieren. Also, ich bin zu der Auffassung gekommen, dass es bei dieser Entscheidung, wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören, sehr darauf ankommt, mit wem man es zu tun hat und was für eine Arbeit es ist. Und dass man das nicht alles über einen Kamm scheren muss. Und dass man faire und gute Regelungen finden muss, wie denn dieser Übergang geht. Dass das nicht einfach so von einem auf den anderen Tag komme ich von Überlastung plötzlich in absolute Unterforderung und laufe dann rum und weiß überhaupt nicht mehr, warum ich auf der Welt bin, sondern dass sich das schrittweise vermittelt ist und dass ich da langsam mich dran arbeiten kann und dass ich dann auch während ich weniger arbeite, die Arbeitszeit reduziere, schon mal umgucke, was könnte mich denn sonst noch motivieren, wo könnte ich dann, was ich bisher nicht konnte, weil ich keine Zeit hatte, weil ich immer nur unter Druck war, was könnte ich dann vielleicht jetzt da zusätzlich
für mich und für das, was mich interessiert, entwickelt. Also ich halte viel davon, dass wir das behutsamer angehen und dass wir das nicht generalisieren. Das ist eine Wortmeldung. Ich wiederhole, wenn ich falsch habe, müssen wir noch korrigieren. Wie gesagt, ich sei privilegiert, stimmt. Aber in Dortmund gibt es viele Arbeitslose und viele, die gar keine Chance haben, Arbeit zu kriegen. Und was ich denn für die, so habe ich sie verstanden, was ich denn für die mir ausdenke, weil die seien ja nun auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Teil der Gesellschaft tätig. Die Rentenbescheid, die Frauen da 65 Euro haben, wenn sie 65 ja. Was ja. Die? Also, ich will das versuchen aufzunehmen. Ich verstehe das, finde das eine berechtigte Frage. Ich glaube, egal wie alt man ist, es ist eine ganz grobe menschliche Niederlage, wenn ich aushalten muss, dass ich nicht gebraucht werde, dass ich nicht gefragt werde. Also Arbeitslosigkeit ist eine biografische Katastrophe, egal wie alt ich bin. Und ich will nicht dazu beitragen, die zu verschönen oder die romantisch zu verkehren oder so, sondern ich bin einer von denjenigen, der wirklich fest davon überzeugt ist, dass dieses riesige Aufgabenfeld, Leute in Arbeit zu bringen, ihnen Arbeit zu verschaffen, dass das nicht durch die Globalisierung oder durch die Finanzkrise oder so ad acta gelegt wird, sondern dass das ein weiter, ein ganz zentrales Handlungsfeld ist. Und das gilt aber nun nicht nur für die Jungen, sondern das geht quer durch die Biografie. Da kann man nicht irgendwann sagen, dieses Interesse, das hört dann irgendwann mit 50 oder 60 auf, sondern auch da gibt es viele, die noch nicht resigniert haben und noch nicht sagen, ist sowieso alles gelaufen und bleibt mir mit so einem Quatsch vom Acker, sondern ich kenne viele, die auch ins Rentenalter gekommen sind und die sich über Arbeit mobilisieren wollen, wenn sie sie erreichen können. Und darum bin ich dafür, dass vorneweg, vor allem, also auch vor der Rentenfrage, wann ist das richtige Renteneinschießalter und so, das sind alles nachgeordnete Fragen. Vorneweg ist immer die Frage, gibt es eine reelle, faire Chance in den unterschiedlichen Lebensphasen, Beschäftigungen zu erreichen und zu organisieren. Und da wieder meine Grunderfahrung, es geht alles über die Qualifikation. Der Chef der Arbeitsagentur, der Weise, hat gesagt, uns fehlen in den nächsten Jahren 6 Millionen fachliche Leute. 6 Millionen, das ist die dramatischste Bedrohung, die unsere Wirtschaft, dramatischer als das, was diese Gangster in den Banken und in den Spekulationszentralen aushecken. Das ist auch dramatisch genommen. Und darum sage ich immer, ihr dürft mit dem Qualifizieren nicht aufhören. Ihr dürft auch nicht sagen, das war's oder das ist gelaufen oder das lohnt sich nicht mehr, sondern die Qualifizierung ist sozusagen menschenrechtlich eine Forderung an die Gesellschaft, an den Staat, an die Betriebe, an die Kommunen, wo ich nicht relativieren will. So. Und jetzt sagen Sie, das findet alles auf unterschiedlichem Niveau statt. Ja klar findet das auf unterschiedlichem Niveau statt, aber man kann auf unterschiedlichem Niveau trotzdem sinnvoll sich beteiligen, sinnvoll sich einbeziehen. Gucken Sie mal an, wir haben in der Pflege zurzeit 110.000 nicht besetzte Stellen in der Pflege. Und die Schätzungen laufen darauf hinaus, dass in den nächsten 10 Jahren 450.000 nicht besetzte Stellen. Also wir laufen auf einen Pflegegau, nennt das die Fachleute, den größten anzunehmenden Unfall in der Pflege, weil wir keine Leute mehr finden, die diese Arbeit machen. Also die schlecht bezahlt ist, schlecht bezahlt ist, ungünstige Arbeitszeit, psychisch und physisch extrem schwer. Stimmt, alles richtig, hat seine Gründe. Aber davor aufzugeben und zu resignieren, das geht doch nicht. Sondern sich damit aktiv auseinandersetzen, wie kriege ich das hin, dass dieser erkennbare Bedarf, der wächst, weil wir alle älter werden, weil wir immer mehr sind, wie kann dieser erkennbare Bedarf, wie kann der aufgenommen werden? Und da können wir eigentlich
Und kein Mensch, der noch was tun möchte und der noch arbeiten möchte, vorbei, an dem vorbeigehen und um den Menschen. Sondern da muss man sich überlegen, wie kriegt man die qualifiziert, damit sie zumutbare Arbeit, die dringend benötigt ist, schaffen. Das ist aber nur ein Sektor, ziemlich dramatischer Sektor, aber es gibt genauso in vielen anderen Sektoren dramatische Bedarfe in den nächsten Jahren. Und darum denke ich nochmal, Langzeitarbeitslose, Arbeitslose, auch ältere Arbeitslose weiter zu qualifizieren, ist dringend, dringend notwendig. Frauen wie Männer. Und Bedarf dafür ist da. Und die Altersgrenze würde ich da auch so setzen, dass sie fair ist. Also dass sie fair ist für den Betreffenden und für die betreffende Arbeit. Da würde ich nicht sagen, die müssen alle noch mal unter Tage oder so, müssen also fit sein wie Bergmann, sondern ich würde das so relativieren, dass Erwartung an die Betreffenden und Möglichkeit der Betreffenden zusammengeführt werden, dass daraus ein richtiges Beschäftigungsprogramm wird. So gehe ich das an und so versuche ich dieser tief sitzenden Resignation entgegenzuwirken, die mir immer wieder entgegenkommt. Sie sind nicht die Einzigen, die sowas sagen. Ich erlebe das ja ständig. Ich versuche mal rauszukriegen, wo kriegst du den Punkt, wo du den Betreffenden, der diese Erfahrung macht, abholen kannst. Schnell noch ein Beispiel. Jahrzehntelang haben wir keine Ausbildungsplätze gehabt, genügend Ausbildungsplätze gehabt. Wir haben ständig zigtausende von jungen Leuten gehabt, die keine Ausbildung haben. Jetzt suchen wir verzweifelt Ausbildungsleute. Es gibt zu wenig junge Leute in Ausbildungsplätzen. Wenn mir ein junger Mensch kommt und sagt, ich finde keinen Ausbildungsplatz, dann schreibe ich jetzt nicht eine Resolution an die Bundeskanzlerin oder so, kommt sowieso keine Antwort, sondern dann sage ich, wo hast du dich beworben? Überall. Sag, bitte zeig mir mal deine Durchschriften. Durchschriften habe ich nicht. Du bewirbst dich ohne Durchschriften? Dann fange ich an, dich zu fragen. Soll ich dir mal beibringen, wie man sich bewirbt? So gehe ich damit um. Also ich mache die nicht an, ich werfe denen nicht vor, sie sind faul oder sie bekohlen mich, sondern ich versuche ihn von meiner Vitalität so ein bisschen abzugeben und sage, komm, jetzt packe ich dich und jetzt machen wir mal ein paar Schritte. Und ich kenne Leute, die warten auf dich. Und da bin ich gespannt, ob du da hingehst. Jetzt machen wir einen Termin und ich erkundige mich, ob du da hingegangen bist. So versuche ich, diese spürbare Resignation gibt es ja leider auch schon bei jungen Leuten. Die sagen, mich braucht nur keiner, ob es mich gibt oder nicht. Ist sowieso alles egal. Schön, dass ich gekommen bin. Doch haben wir Plätze. Aber da vorne ist der Wortmeldung. Schaffen wir das? Also erstmal Dankeschön, dass Sie das Thema jetzt in diese Richtung schieben. Das kommt mir sehr entgegen. Da würde ich gerne was drüber sagen. Die Statistik, die Bundesstatistik sagt, dass von den 60- bis 70-Jährigen 58% Ehrenämter übernehmen. Freiwillige Arbeit nenne ich das. Übernehmen. Wir sind die Altersgruppe, die am meisten solche Sachen, klar, wir sind nicht mehr im Beruf, wir haben Zeit, die sind noch fit und die können das. Und diese Zahl geht jetzt weiter nach oben. Ich habe die jüngsten Umfragen bis 75 gesehen, daraus habe ich gelesen, dass auch die 70 bis 75, da gehöre ich ja zu, die 70 bis 75-Jährigen inzwischen daran teilnehmen. Also die Bereitschaft ist unglaublich hoch und ist wahrscheinlich sogar ausbaufähig noch. Es kommt darauf an, dass man sie erreicht. Ich glaube nicht, dass man das mit Appellen kann. Appelle, die gehen rein und wieder raus. Ich glaube, das klappt in dem Maße, in dem man das über persönliche Nähe vermitteln kann. Also wer sich vernetzt hat, also wer schon während seiner Berufstätigkeit nicht immer nur den Job gemacht hat und im Übrigen nur vom Fernseher gesessen hat, sondern wer da schon in der Szene sich umgeguckt hat, wer also auch eine ganze Reihe von Kommunikationsbegleitung erfahren hat, der kann da eher sagen, ich gehe mal mit und ich komme mal mit und ich mache das. Wir machen in Bremen seit 30 Jahren eine Freiwilligenagentur. Die habe ich selber mit in Gang geschoben.
mit Kirchengemeinden. Wir haben inzwischen über 3000 Freiwilligen. Wir können uns gar nicht retten vor Freiwilligen. Unser Problem ist nicht mehr, dass wir Freiwillige suchen, sondern unser Problem ist, dass wir gute Aufgaben finden. Denn wir wollen ja niemanden in Arbeitsplatz finden. Wir wollen was Zusätzliches machen. Wir wollen natürlich nur Sachen machen, die gern gesehen sind. Also wollen wir, okay, kommt ja auch noch. Sondern wir wollen eigentlich Sachen haben, wo die Leute sagen, endlich, da kommt jemand, der packt mit an. Es soll keine Überforderung und keine Unterforderung sein. Also Garten, Laub auf dem Friedhof haken, das macht keiner von uns. Oder Schneeschippen oder so, das soll die Stadt machen. Also wo finden sich die Aufgaben, die so eine sensible Struktur haben? Das ist eigentlich unser Hauptproblem. Weil wir wollen ja nicht enttäuschen. Also wir sitzen, ich mache da mit, also ich bin einer von den Vorstandsmitgliedern, ja. Wir sitzen dabei und werben quer in der ganzen Stadt, dass diese vielen, vielen, die wir dann haben, nicht enttäuscht werden. Da spüre ich, anders als Sie das jetzt erlebt haben, da spüre ich eine große Bereitschaft mitzumachen. Ich will mal erzählen, von meiner Schule. Ich gehe, seitdem ich nicht mehr Bürgermeister bin, jede Woche in eine Grundschule. Ich habe mir eine ausgesucht mit Kindern über 70% nicht muttersprachlich Deutsch. Das gibt es wahrscheinlich in Dortmund auch. Also, vermute ich mal. Und genau die Schule wollte ich. Ich wollte wissen, was das für Kinder ist. Und Föderli gekommen. Noch an die Fenster. Die holen mich ab. Die holen mich ab. Also, da gehe ich einmal in der Woche hin und lese mitgebrachte Texte, die suche ich aus, und rede mit den Kindern darüber. Und es ist einer meiner spannendsten Texte in der Woche. Wir sind inzwischen 30 Leute in dieser Grundschule, die sowas haben. Die Grundschule hat sich darüber richtig verändert. Die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer sind hoch begeistert über dieses Ergänzen. Es ist immer nur Ergänzen, wir wollen ja nicht den Unterricht ersetzen, ne? Kommt immer nur dazu. Es ist für die Schule eine hohe Attraktion und es ist für die Kinder spannend und uns hält das fit, für mich jedenfalls. Inzwischen haben wir da eine kleine Bewegung draus gemacht, wir nennen das Lesebotschafter. Die Journalisten machen alle mit, also wir kommen immer fett in die Zeitung und fett ins Fernsehen am besten, fett ins Radio, weil die Botschaft ist einfach gut, ja, dass da so weißhaarige Typen sich noch trauen mit den Kleinen und da können die so bunt sein, wie sie wollen. Je bunter, umso besser für die Journalisten und dann sind die am Staunen, wie das geht. Also solche Aufgaben, die sind ja nicht zum Stress da, also da muss man ja nicht irgendwie sich kaputt arbeiten. Einmal in der Woche eine Stunde in der Schule und dann eine Schule, die man noch zu Fuß erreichen kann, wo man nicht endlos fahren muss und wo man sich kennenlernen kann und wo man sich vielleicht auch wohlfühlen kann, ist aber eine wichtige Erfahrung, eine wichtige Dienstleistung. Eine wichtige, das Gleiche kann man mit Kindergarten machen, das Gleiche kann man auch mit alten Einrichtungen machen. Wir haben inzwischen, die AWO ist bei uns pleite gegangen, die hat ihre ganzen alten Tagesstätten dicht machen wollen und dann haben die Alten gesagt, wir machen die weiter, haben sich Vereine gegründet, die da hingegangen sind und machen die das weiter. 35 Tagesstätten, das ist ja eine große Zahl. Und die leben natürlich davon, dass da immer Leute kommen und sagen, hey, komm, ich könnte bei euch auch noch mitmachen, ihr halt euer Laden in Schwung. Die würden sonst gar nicht klappen, denn die AWO ist am Ende mit ihrem Geld und von der öffentlichen Hand gibt es lächerliche Sätze, so Übungsleiter. Prämie, da kann man vielleicht eine Versicherung von bezahlen oder vielleicht die Straßenbahn von bezahlen, hin und her fahren, aber von leben kann da kein Mensch. Trotzdem wollen die Leute das haben, die wollen das nicht aufgeben, die wollen so einen Platz auch verteidigen, wollen nicht einfach, dass der verkauft wird an irgendeinen Getränkemarkt oder an irgendjemand anders. Die wollen das als ihr Platz, wo sie Programm machen, wo sie sich treffen und sie bestimmen, auch wieder so eine Sache, wo ich denke, das ist dann eine zusätzliche für beide, die was machen und die davon nutzen, niesen, eine sinnvolle Geschichte. So entdecke ich quer durch meine Stadt, aber auch quer durch meine eigenen Aktivitäten immer wieder neue Herausforderungen, wo ich sage, meine Kirchengemeinde. Ich bin ja nun auch noch, bin ja nicht nur ein Sozi, sondern auch noch ein Kirchenmensch. Also meine Kirchengemeinde Innenstadt ist
so geschrumpft, dass die Landeskirche gesagt hat, ihr werdet Kulturkirche. Nun sind wir mitten in Bremen, das ist so eine Kirche wie hier die Rhein-Neu-Kirche, eine Riesenkirche. Nun sind wir plötzlich Kulturkirche geworden. Jeden Tag von morgens 9 bis abends um 22 Uhr auf, 7 Tage in der Woche. Jeden Tag Ausstellung, jeden Tag mindestens eine große Veranstaltung. Das Ganze wird zusammengehalten von 100 Freiwilligen. Die sagen, das ist mein Thema. Da können wir uns einbringen. Das ist uns wichtig, dass da Musik in der Kiste ist. Und da halten wir die Tür auf. Die passen auf, dass da keine Räuber die Bilder klauen oder die ausgestellten Skulpturen. Die machen die Kasse, die machen den Einlass, die machen den Auslass, die sorgen dafür, dass das Ganze auch beleuchtet bleibt, dass die Technik funktioniert. Ohne die könnten wir das nicht machen. Ohne die wäre das wahrscheinlich ein Verkaufsabschluss. Dann würde auch wieder irgendein Getränk sein. Ich bin jetzt aber mal mein Hauptthema, da bin ich mir noch gar nicht losgeworden. Das mit dem Wohnen, das wollen doch alle so. Jetzt verschrampel ich mich in einer ganz anderen Richtung. Darf ich mal damit anfangen, dass mir das keiner krumm nimmt? Die wollen noch? Ja. Ich habe jetzt die Telefonnummer nicht auswendig. Die Webadresse sogar haben. Die habe ich natürlich gar nicht. Er ist okay, er hat schon eine Antwort gekriegt. Danke. Also, dieses Thema, was ich jetzt eben angeschnitten habe, ist bei meinen Veranstaltungen meistens das Hauptthema. Das ist nämlich die Regel ist, wenn Sie mal so umgucken in Ihrer Nachbarschaft und in Ihrer Verwandtschaft, die Regel ist, dass die Menschen am Ende ihres Lebens allein in ihren Wohnungen bleiben. Wohnungen, die Häuser, die für Familien gebaut sind, die auch mal wichtig waren, richtig, wo die Kinder groß geworden sind oder sind die Kinder irgendwann ausgezogen, rausgewachsen. Und dann hat das Paar, die Eltern da drin gewohnt und dann ist einer gestorben, meistens der Mann eher als die Frau und dann bleibt sie alleine in dieser Wohnung. Das ist millionenfach der Fall. Muss man sich richtig als ein Massenproblem vorstellen. Und viele sagen, ja, wieso, was hast du dagegen? Das ist doch toll, das ist günstig finanziert, wir brauchen keine hohen Mieten bezahlen, alles abfinanziert. Da hängen unsere ganzen Erinnerungen dran und da ist jedes Stück, jedes Bild und jeder Teppich und jedes Stühlchen ist wichtig, wir wollen da nicht raus. Das Problem ist, dass, wenn man sich dagegen angeht, am Schluss die Einsamkeit kommt und das Alleinsein kommt. Und dass viele dann überhaupt nicht mehr die Kurve kriegen, sich zu überlegen, was kann ich gegen diese Alleinsein-Problematik tun, sondern die lassen es drauf ankommen und dann passiert irgendwann ein Sturz und dann landet man im Krankenhaus und dann sagt der Doktor oder die Sozialarbeiterin, also Frau Meier, nach Hause alleine, das geht nicht. Das kriegen Sie nicht hin, das schaffen Sie nicht mehr, jetzt besorgen wir Ihnen einen Heimplatz. Und dann landet man genau da, wo man eigentlich nicht sein wollte. Im Heim, wo man das dann wie so eine verlängerte Krankenhauserfahrung nimmt, dass eben dann eben nicht mehr akut behandelt wird, sondern man wird da versorgt. Das ist für viele, viele die Regel, was ich eben so gesagt habe. Und das ist anstrengend. Es ist für die allermeisten auch nicht das, was sie sich wünschen. Einige haben sich damit abgefunden, okay. Aber die allermeisten wünschen sich was ganz anderes. Wenn ich so richtig in Fahrt bin, sage ich immer, 95% der Leute möchten nicht in einem Heim irgendwo JWD alt werden und sterben, sondern möchten da alt werden und da sterben, wo sie zu Hause sind. Da, wo sie sich auskennen, da, wo sie noch Leute drumherum haben, wo sie noch mittendrin sind, wo sie nicht allein gelassen. Ja, aber wie das organisieren, das ist so mein Ansatz gewesen damals, als wir vor nun 25 Jahren, so lange wohne ich in einer alten WG. Alte WG, also wir sind Mehrgenerationenprojekt. Die haben immer auch junge Leute. Wir haben damals, ich war noch keine 50, meine Frau auch noch nicht, wir haben damals erlebt, wie unsere drei Kinder aus dem Haus gingen und
nach dem Abitur im Ausland sich orientierten, studierten und ihren Weg gegangen sind. Bis heute ist keiner von denen zurückgekommen. Sind alle auch irgendwie gelungen. Also ich bin glücklich, dass sie gelungen sind, aber diese Sehnsucht, die ich natürlich auch habe, dass die dann irgendwann mal wieder kommen und sagen, habt ihr noch Platz? Das ist meine Sehnsucht, aber nicht deren Sehnsucht. Und damals haben wir gedacht, wir warten nicht, bis das sich dann mal ändert, sondern wir machen jetzt was Neues. Und dann haben wir uns, das erzähle ich auch in meinen Büchern, dann haben wir uns unter Freunden umgeguckt und haben jede Menge in ähnlicher Lage gefunden, die auch so Kinder hatten, die kurz davor waren, auszuziehen und schon gar nicht mehr abwarten konnten, weil sie endlich auf eigene Beine und endlich selber endlich nicht mehr fragen müssen, ob man dann nach Mitternacht noch kommen darf oder nicht. Und dann haben wir mit denen überlegt, wie wollen wir gemeinsam eine Lösung finden, die uns zusammenhält bis zum Ende, bis zum Start. Und haben diskutiert und uns Modelle angeguckt und sind gereist, haben Urlaub gemacht, ausprobiert, unsere eigenen studentischen Erfahrungen über Wohngemeinschaften natürlich da eingebracht. Wir waren am Anfang 20 und als wir dann 87 wirklich das Ding fertig hatten und eingezogen sind, da waren wir noch 10. Die 10 haben das dann hingekriegt. Die haben finanziert. 3 von uns, wir waren dabei, die haben ihr Häuschen verkauft, so ein kleines, so ein Reihenhäuschen. Und von den Erlösen haben wir dann ein altes Haus mitten in der Stadt gekauft, das eigentlich Abreißhaus war, aber wir wollten das halten. Wir fanden das Alte schick und wollten mit dem Alten irgendwie klarkommen. Und die anderen hatten gar nichts. Die hatten zum Teil gejobbt. Einer kommt auf 630 Rente jetzt, also der hat eigentlich die meiste Zeit seines Lebens immer nur so Gelegenheiten gehabt und hat wenig geklärt. Die sind da als Mieter eingezogen. Dann haben wir 10, 6 so in meinem Alter und die anderen jünger, die anderen also richtig heranwachsen. Wie alt waren Sie da? Bitte? Wie alt waren Sie am Anfang? Noch keine 50. Ich habe meinen 50. Geburtstag in diesem Haus gefeiert, habe den ganzen Senat eingeladen. Ich konnte das gar nicht glauben, dass einer von Ihnen auf so eine Schnapsidee kommt. Einer von uns, ein alter Gewerkschafter, der meinte immer, WG hat was mit Gruppensex zu tun. Der suchte das Lotterbett. Ich habe gesagt, glaub, du kannst in jede Tür gehen, du kannst jeden Schrank aufmachen, du kannst das Haus von oben bis unten durchgucken. Das sind deine verrückten Sexfantasien, die du hast, aber nicht unsere Realität. Also, es war für die ganz ungewöhnlich, für uns übrigens auch. Und dann haben wir uns so aneinander gewöhnt. Es fing dann an mit einem gemeinsamen Frühstück von Anfang an am Sonnabend, weil wir über der Woche alle unterschiedliche Arbeitsbedingungen hatten und einige ganz früh weg mussten und einige ein bisschen später. Also dieses Sonnabendfrühstück haben wir von Anfang an durchgehalten. Jetzt machen wir auch mittags, reihum im Haus, Mittagessen für die, die da sind. Weil wir 6 Rentner jetzt sind, sind die ja da. Ich bin meistens unterwegs, aber die anderen sind da. Die kochen dann miteinander. Wir waren ganz scharf darauf, dass wir von Anfang an Platz haben für Gäste, für Geschwister, Kinder, für Enkel. Die gab es damals noch gar nicht. Jetzt haben wir jede Menge Enkel. Wir allein 8 und die anderen kriegen jetzt Gott sei Dank auch Enkel, die kommen so richtig. Jetzt über Weihnachten hatten wir 22 zusätzlich im Haus. Das haben wir von Anfang an irgendwie mit im Hinterkopf gehabt, dass das dann über das ganze Haus verteilt wird. Und das funktioniert seit 25 Jahren und er bringt uns gut zusammen, sehr gut zusammen. Was haltet ihr von einem generationsübergreifenden Wohnprojekt? Ich bin jetzt 88 und ziehe in 3 Monaten in so einem... Sehr viel. Wir sind auch sowas wie generationenübergreifend. Wir haben immer 6 in unserem Alter und immer 4 Jüngere gehabt. Ja, aber mit Kleinkindern noch und so weiter. Ja, Kleinkinder haben wir eigentlich nur einmal gehabt. Das ist dann, nach einem Jahr sind die wieder weitergezogen. Das waren russische Dissidenten, die sind wieder nach Russland zurückgegangen. Da war mal ein richtiges Kleinkind bei uns im Haus. Aber sonst haben wir eigentlich immer nur so Schüler. Ja, dieses Jahr ein Projekt sind 20 Wohneinheiten. 20 Wohneinheiten. Also ich halte ja ganz viel von, und weil Sie fragen, was ich davon halte, ich halte ja ganz viel von, ich sage immer, je bunter, umso besser. Dann kann man sich aussuchen
was einem wichtiger ist und was man nicht machen muss und was einem passt und was einem nicht passt. Man kann, je bunter es ist, umso mehr Wahlmöglichkeiten suchen. Und ich finde diese Chance, dass man als 88 sieht, echt? Also, dass man als 88-Jähriger noch attraktiv sein kann für kleine Kinder. Ja, das passiert. Ich glaube, wir brauchen noch nicht bis 10 Jahre, jetzt nur 85. Ja, ja, genau. Die werden das erleben, die werden das erleben. Das wird ihnen so gut tun, weil sie dann plötzlich merken, Mensch, die warten auf mich, die freuen mich, dass ich da bin, ich habe eine Geschichte, ich erzähle ihnen was, ich gucke vielleicht bei den Schularbeiten nach oder ich gehe mal mit ihnen aus in Zirkus oder ich weiß nicht was. Oder ich begleite sie, wenn sie zum Fußball oder zum Spiel, oder was weiß ich, was es alles gibt für solche Möglichkeiten. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, sind hinreißend. Ich glaube, das ist das beste Therapiemittel für ältere Leute, ist, wenn es noch diese Chance gibt, dass man jedenfalls gelegentlich und immer mal wieder mit jungen Leuten zusammen sein kann und dass die einen so nehmen, wie man ist. Und ich sage, oh Gott, da kommt schon wieder ein Alter. Der erzählt uns wieder einen von vorgestern oder vom Krieg oder so. Nein, so wie man ist. Und diese Erfahrung, die ist sinnstiftend. Die mobilisiert mehr, als wenn man in der Apotheke reihenweise Tabletten schluckt, die einen irgendwie gute Laune bringen sollen. Oder irgendwo auf die Couch geht und da trommelt einer Öl auf die Stirn und irgendeine Nudelmusik kommt am Hintergrund. Nein, mittendrin Menschen drumherum, die mit einem gerne was machen wollen, die sich freuen. Wenn man zum Beispiel einen Geburtstag vorbereiten kann und sich überlegt, was machen sie und was soll ich dazu bei? Oder jetzt zu Weihnachten. Was haben wir mit unseren Gören das Haus umgedreht? Auch die keine Kinder haben bei uns im Haus. Wir haben einen Priester bei uns im Haus. Ja. Die sind alle aufgelegt, dass da nun plötzlich gemeinsam gebastelt wurde. Was schenken wir, was malen wir, was tun wir, was kleben wir? Und so, alle waren beteiligt. Ja. Und unser Tannenbaum, den haben wir gemeinsam ausgesucht und gemeinsam geschmückt mit selbstgemachten Klamotten. Alles kleine Sachen, die sieht natürlich dann nicht so aus wie im Fernsehen oder wie im Schaufenster. Soll ja auch gar nicht, soll ja so sein, dass unsere Sache ist. Ja. Oder das gemeinsame Singen, das gemeinsame Essen, was es alles gibt. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist das, was ich brauche zum Leben. Und das wünsche ich Ihnen auch. Also, ich bin für mehr Generationen und ich bin dafür, dass es bunt ist. Und das haben wir bei uns so richtig schrittweise probiert und haben das eben über die lange Zeit durchgehalten. Die Nagelprobe, die muss ich unbedingt erzählen, unseres Projektes war, als die erste zum Tod krank wurde, zum Sterben sich anschickte. Das passierte schon 2 Jahre, nachdem wir zusammen waren. Wir dachten immer, das passiert so zwischen 95 und 100, aber die war gerade 50 geworden und da kriegte sie diese Prognose. Und dann haben wir mit ihr zusammen, wir haben nie über sie geredet, weil da war sie total dünnhäutig. Immer mit ihr zusammen, ihre Lage und was das Richtige ist und was sie sich wünscht und was wir können oder nicht. Und dann haben wir nach langen, langen Gesprächen, sehr, sehr, sehr ernsten Gesprächen, aber auch schönen Gesprächen, das ist ja auch eine Lebenslage, wo man zusammenrücken kann und nicht immer nur rummachen muss. Und dann hat sie gesagt, ich möchte hier bleiben. Ich möchte, dass ihr mich pflegt und keine fremden Leute. Und ich möchte das mit euch zusammen machen. Und dann haben wir das langsam angefangen. Ging ja nicht gleich auf Pflege los, sondern es ging so langsam. Und wir Männer haben auch mitgemacht, wir haben auch mitgepflegt. Und wir haben richtig gelernt, wie das geht. Sie hat uns das beigebracht. Und dann haben wir einen Arzt gefunden, der ambulant Palliativmedizin machte, der war richtig darauf aus, solche Projekte, wie wir das da versuchen zu unterstützen, weil er sagte, zur Palliativmedizin muss man nicht unbedingt ins Krankenhaus. Viele denken, das geht nur im Krankenhaus. Das kann man auch ambulant machen, wenn da ein vernünftiger Arzt dahinter ist, der das alles kennt, beurteilt und genau kontrolliert, dass wir da keinen Unfug machen. Das geht. Wir jedenfalls haben das gemacht. Wir haben uns ausgeliehen vom Pflegeheim, so ein hydraulisches Bett, weil wir alle was im Kreuz hatten, weil das tiefe Bücken. Das geht auch. Die fanden das gut, dass wir das machen. Die fanden das eine Aufwertung ihrer eigenen Arbeit, dass wir das, was sie da nun im Stress unterfinanziert, mit zu wenig Personal machen mussten, dass wir da sagen, wir wollen das mal versuchen,
mit Eigenkräften zu machen. Wir fühlten uns mit denen nah vertraut verbunden. Wir sind auch nach dem Sterben dieser beiden mit denen weiter eng verbändet geblieben. Kompany gestorben, wurde ihr Sohn, der auch bei uns lebt, ein Student, auch todkrank. Der hat dann gesagt, darf ich so wie meine Mutter bei euch bleiben? Darauf waren wir überhaupt nicht eingerichtet. Das ist dann sogar eines unserer Kinder. Wer denkt schon an sowas? Das ist ja so ganz, ganz weit weg. War aber so. Und dann haben wir mit ihm das auch versucht. Insgesamt 7 Jahre haben wir in diesem Haus die beiden nacheinander gepflegt. Bei dem Klaus, bei dem Sohn, war das Erstaunliche, dass unsere schon ausgezogenen Kinder und deren Freunde mitgemacht haben. Wir hatten ein Dutzend junge Erwachsene, also so 20-Jährige, Erwachsene, nicht junge, also richtig verantwortlich handelnde junge Leute, die haben uns getragen. Wir sind mit denen richtig wie so eine Einheit geworden. Die haben Nachtwache gemacht. Und das insgesamt 7 Jahre. Also das ist nicht nur mal so 2 Wochen, sondern ganz lange ist das gegangen. Dann kamen auch unsere Enkelkinder, die haben das dann miterlebt. Kleine Kinder gehen ja ganz anders mit Sterbenden um als wir Erwachsene. Die gehen ganz normal. Die haben da gespielt, gesungen, geturnt, die haben sich unter dem Bett versteckt. Das war ein Versteck für sie. Und wir hatten das Gefühl, das ist Leben. Er konnte gar nicht mehr reden, aber ich hatte das Gefühl, das ist Leben. Er ist nicht alleine, sondern es passiert irgendwas um ihn herum und er kriegt das irgendwie noch mit, obwohl er gar nicht mehr reagieren kann. Und die Kleinen haben das nicht als eine Zumutung empfunden, sondern die gehen dann so. Die haben ihm das natürlich auch leicht gemacht. Wir haben da nicht alle eine Trauermine aufgezogen und gemacht, sondern es war plötzlich normal, mit jemandem zusammenzuleben in so einem großen Haus, wo kleine Kinder und älter werdende Leute und mittendrin dann jemand, der mit seinem Sterben. Jetzt haben die beiden sich. Ja. Also gab es da eine Pflege? Ja. Ich bin aus dem Ich wiederhole das. Zwei Fragen. Erste Frage, gab es da einen Pflegedienst? Und? Ob man sich zurückziehen kann. Also Pflegedienst, das war kompliziert, weil beide wollten das nicht. Also beide wollten nicht, dass wir jemand Fremdes holten. Und bei dem Klaus wurde das richtig lang. Dann haben wir immer überlegt, wie können wir dem das vermitteln? Und wir haben uns umgeguckt, wir hatten dann auch attraktive Angebote. Es gibt ja diese, gibt es in Dortmund doch auch, diese mobilen, diese ambulanten Pflegedienstadressen. Das sind oft Krankenschwestern, die sich selbstständig gemacht haben, Altenpflegerinnen, die sich selbstständig gemacht haben. Sind ganz tolle dabei, aber man muss genau hingucken. Also die sind nicht alle gleich, sondern man muss genau wissen, mit wem man sich da einlädt. Aber ich kenne ganz wunderbare Menschen, die wirklich das Letzte da geben. Mit denen haben wir uns schon zusammengetan, weil wir merken, das kommt an unsere Grenze. Aber dann ist er gestorben. Er hat das nicht mehr erlebt. Und das habe ich schon wieder gesagt. Privatsphäre. Kann man sich bei uns zurückziehen. Ja, wir haben beim Entwerfen dieses Hauses unsere studentischen Wohngemeinschaftserfahrungen einbezogen und die sind alle dadurch stressig gewesen, dass man da nicht zurückziehen konnte, sondern dass der eine Küche und eine Toilette und ein Bad war und eigentlich jeder an einem teilnehmen musste, ob man nun wollte oder nicht. Und dadurch haben wir unser Haus richtig zerlegt und zergliedert, sodass jeder für sich, ohne die anderen zu fragen, entscheiden kann, so jetzt brauche ich eine Pause und jetzt bitte bleibt mir vom Acker, ich mache das jetzt allein. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass es gut geht. Dass man sich, ohne dass man eine lange Palaver auslöst, ohne dass man Beratung und Beschlüsse und oh Gott, das ist ja furchtbar, wenn man darüber redet, ob einer mal Pause machen will und dann geht die ganze Pause damit weg, dass man darüber redet. Man muss es machen können, ohne Wenn und Aber und Ruckzuck. Das haben wir von Anfang an berücksichtigt, das geht. Also jeder hatte seine Wohnung hier. Jeder hatte seine Wohnung, aber die Wohnungen sind so angelegt, dass sie
Alle haben die Türen offen, dass wir bewirtschaften das ganze Haus wie ein Einfamilienhaus. Also die Möglichkeit abzuschließen ist immer da, aber es macht so gut wie keiner. Und die anderen respektieren, wenn, das merkt man auch, wenn man 25 Jahre zusammenlebt, ist man ja wie ein Ehepaar. Weiß man genau, ob der schlechte Laune hat oder ob der keine schlechte Laune hat, ob der müde ist oder nicht müde ist oder... Weißt du genau, ob der morgens lange schlafen will oder nicht lange schlafen will oder ab 10 Uhr darfst du den erst anmorsen, sonst wird er grantig und so. Das lernen sie alle. Das ist so wie in der Ehe. So, da geht das doch informell. Also in dieser Größenordnung, in der wir leben, geht das meiste informell. Und Sie haben recht, es ist so eine Mischung. Man kann alle Dinge abschließen. Man kann jedes selbstständig bewirtschaften. Aber man muss es nicht und Sie machen. Aber Sie sind nicht als Wohnung ausgestattet, sondern als ein Zimmer? Unterschiedlich. Es gibt einige Singles, eben auch die, die nun knapp sind, die Studenten zum Beispiel, die bei uns gewohnt haben, die können ja, kann man eine Wohnung vermieten, das geht gar nicht. Wir haben also zwei Einzimmer-Apartments mit Küche, mit Bad, mit Lokus, aber in Wahrheit ist das ein großes Zimmer, allerdings schon mit Nischen und Schließfach und so. Und die anderen sind unterschiedlich groß. Gemeinschaftsküche dann und Küche. Jeder kann selber küchen. Jeder kann selber kochen. Nein, keine Gemeinschaftsküche. Keine Gemeinschaft. Aber außerdem eine Gemeinschaftsküche. Nein. Jeder kann Gastgeber der anderen sein, auch die in den kleinen Einzimmerwohnungen können die Gastgeber der anderen sein. Natürlich nicht, wenn 22 sind. Dann sind die draußen vor. Aber 10 Leute muss jeder unterbringen. Ja, 10 sind ganz selten. Ja. Meistens sind ja welche weg. Also 6 bis 8 sind in der Regel da, die kann jeder. Und wenn es richtig groß wird, wie Weihnachten, dann ziehen eigentlich nur die beiden großen Wohnungen in die Ehepaarwohnung. Wir sind das eine und die andere. Wir sind dann die Gastgeber für große Runden. Finden alle auch ganz toll. Sie haben gefragt. Sie haben mit dem Generationsbedarf. Sie haben gesagt, Sie sehen das Modell Jung und Alt zusammen. Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Ihrem Projekt eigentlich keine Familie gewohnt, außer diese Migrantenfamilie. Aber laut, Sie fragen danach, wie das wirklich bei uns mit dem Mehrgenerationen-Konzept wirklich gegangen ist. Die hätte den Eindruck, dass bei uns keine Familien gewohnt haben. Doch, es ist ein Prozess. 25 Jahre sind auch viel Bewegung. Also am Anfang ist eine Familie richtig mit 3 Kindern angezogen. Da ist leider die Ehe noch ein Vierteljahr auseinandergegangen. Also da haben wir dann nur noch die Mutter mit ihren 3 Kindern gehabt, aber um die haben wir uns gestellt wie eine Burg. Also die haben wir richtig, die haben alle Abi gemacht und haben da ihre Ausbildung gemacht und sind jetzt auch, da die gestorben ist, die Erben ihres Anteils und sind also weiter mit uns verbunden. Wir selber, ja, wir sind mit unseren 3 Kindern und den 8 Enkelkindern natürlich nicht da richtig rund um die Uhr und das ganze Jahr da, aber wir sind sehr dominant mit unserem Truppe. Wenn wir da sind, ist das Haus eigentlich ein Schafhaus plötzlich, weil das alle so endlich lebendige Kinder sind, die sich ausweiten ohne Ende. Das sind Kontakte von außen, die dann in das Haus kommen, die das Haus belegen, was ja wirklich in Ordnung ist, was ich auch so sehen würde. Ich habe nur mal ein Problem mit mehr Generationen. Fest zusammenwohnen, beispielsweise ein älteres Ehepaar und eine junge Familie mit 3, 4 Kindern. Ich stelle mir das sehr problematisch vor. Also, da sind wir im Augenblick nicht. Bei uns wohnt im Augenblick eine 30-Jährige, die wohnt aber alleine, ja. Und eine 16-Jährige, die geht noch zur Schule. Das sind unsere Jungen. Ja. Eine richtige Familie mit kleinen Kindern haben wir zurzeit nicht, aber es könnte kommen, weil die eine nämlich nach Berlin geht, diese 30-Jährige, und wir sind im Augenblick dabei, das umzubauen. Aber das ist die Minderheit auch, also in der Regel ist das so eine. Ja, wir sechs sind die Kerntruppe. Wir wollen auch nicht da ausziehen, also uns scheidet nur der Tod, haben wir uns vorgenommen. Also man muss uns schon akzeptieren, wo wir sind, aber wir bemühen uns bei den anderen wirklich richtig systematisch darum, dass wir da junges Volk reinkriegen, weil es uns auch gut tut. Und zwar nicht, weil wir die irgendwann mal ausbauen können als Pfleger, das ist völlig tabu, sondern deren Gegenwart und deren Präsenz und
deren Alltag und deren Reingucken und deren Freunde, die sie mitbringen und so, das ist uns viel wichtiger. Also wir haben nicht die Absicht, anschließend zu sagen, hey, nun müssen wir uns aber alles, das würden die sowieso nicht machen. Kann man ja gar nicht einklagen, so eine Forderung. Aber die Tatsache, dass wir mit ihnen zusammenwohnen, die ist gegenwärtig attraktiv, könnte, da haben Sie recht, attraktiver sein. Wahrscheinlich müsste unser Haus ein bisschen größer werden. Wir müssten wahrscheinlich noch einen richtigen Familienteil dazu haben. Das werden wir nicht mehr schaffen. Dafür ist das Innenstadt alles zugebaut, links und rechts. Ja, also wir kriegen das nicht mehr vergrößert. Wir müssen uns mit dieser Größenordnung abfinden. Was mich noch interessiert, die Menschen, die da zusammenkommen. Sie sagten, Sie haben Freunde gefragt am Anfang. Jetzt ist man ja, also selbst mit guten Freunden will man vielleicht nicht mit allen so nah zusammenleben. Und über 25 Jahre sind ja auch für Sie ganz fremde Menschen dazugekommen. Gehört das zum Konzept oder geht es eigentlich von einem Freundeskreis aus? Denn das fände ich zum Beispiel schwierig, weil meine besten Freunde leben eigentlich mehr oder weniger woanders, mit denen ich zusammen wohnen wollen würde, weil das wäre dann mehr so eine Alters-WG. Ne? Und die einen wollen nicht da weg, wo sie wohnen, und die anderen nicht hier weg, wo sie wohnen. Ne? Haben Sie verstanden, was Sie gedacht hat? Also, ganz spannend. Ich habe das so in meinen Büchern sortiert. Warum habe ich das nicht mit meinen Geschwistern gemacht? Ich glaube, aus zwei Gründen. Einmal, weil die nicht alle in Bremen wohnen, sondern drumherum. Und das wäre schon beruflich gar nicht gegangen. Und zweitens, weil wir immer nur die gleichen Geschichten uns erzählen. Darum haben wir von Anfang an gar nicht die Geschwister beworben, sondern haben gedacht, wir wollen das bunter machen. Und Sie haben recht, es waren am Anfang Freunde und dann ist durch Wegzug und Sterben da eine Veränderung reingekommen und wir haben auch ganz neue Leute, die wir vorher nicht kannten. Ich will mal drei sehr exponierte Fälle erzählen. Wir haben über die Uni einen Dissidenten aus Moskau, der kein Deutsch konnte, bei uns aufgenommen. Der hat dann seine Frau und sein Kind auch nachgeholt, das war gar nicht geplant, aber plötzlich waren die da. Der hat bei uns Deutsch gelernt, Troginski. Der ist jetzt wieder in Moskau, ist da der Sprecher vom Memorial, von diesem sehr von Putin angegriffenen Projekt, die Stalin-Mordtaten aufzuarbeiten. Ist wunderbar gelaufen. Wir sind dicke Freunde geworden. Dann hat 12 Jahre bei uns ein Araber aus der Westsahara gewohnt, ein Freund von mir, der richtig Befreiungskämpfer war in der Westsahara. Richtig da mehrere Jahre gekämpft. Er hat bei uns in Bremen studiert, Examen gemacht, Diplom-Ingenieur geworden und hat sich dann irgendwann eine Familie zugelegt. Jetzt ist er Das ist gut gegangen. Und dann haben wir, das ist am besten gegangen, Mercedes de Castro, eine Lehrerin aus Spanien, die bei uns das Instituto Cervantes leitete. Der Mann in Madrid, sie bei uns, die Kinder verteilt über ganz Europa. Und alle, die ganze Familie war einverstanden, dass ihre Mutter bei uns wohnte. Und wir sind mit den anderen richtig eng vertraut geworden. Es hält auch, jetzt ist sie längst wieder zurück. Wir haben mit der ganz wunderbare Sachen erlebt. Also die hat uns Spanisch beigebracht. Das ist wie eine Schwester geworden. Das war so eine linke Franco-Kirchnerin, die auch aus der Kirche sich entfernt hatte. Die hat zum ersten Mal wieder einen katholischen Geistlichen bei uns, der nun auch sehr links ist, entdeckt. Und dann haben wir gemerkt, dass plötzlich über diese Umwege wieder mit ihrer Biografie zu tun. Also das war ganz, ganz, ganz anregend und spannend und lebendig und wir sind befreundet. Und jetzt ist sie weg, wir sind immer noch befreundet und wir haben sie unterschiedlich besucht. Sie kommt auch immer wieder her mit ihrem Mann und das ist richtig gut gegangen. Bei den Jungen, die wir gehabt haben, haben wir keine einzige Enttäuschung gehabt. Die sind weggegangen, weil sie beruflich sich verändert haben, wie die jetzt auch wieder. Die geht nach Berlin. Das muss man dann aushalten. Aber wir haben keinen, der die Nase voll hatte von uns und sagte, jetzt muss ich mal mich wieder erholen von euch, sondern die waren, das ist gelungen. Also auch da sage ich, je bunter, umso besser. Nicht nur eingefahrene Wege, nicht nur eingefahrene Gewohnheiten, nicht nur immer dasselbe, sondern richtig versuchen, sich ein Stück zu öffnen und dann kommen ganz spannende Rückmeldungen.
dann entsteht eine neue Qualität von einander entdecken. Das finde ich wunderbar, wenn das im Alter gelingt. Also Sie mit Ihren 88. Ich wünsche Ihnen richtig, dass Sie mal so eine richtig schlaue türkische junge Mutter über den Weg haben, die Ihnen erzählen kann, was die alle zu Hause gelernt hat, was die in Dortmund gelernt hat und was die inzwischen alle. Die kennen Sie genug. Aber sowas ist doch toll, wenn man da nicht immer nur über die Zeitung, sich immer nur über das Fernsehen. Das Ganze vervielfältigen, dass das auch nicht bloß bei einem bleibt, sondern dass das. Ja, ja. Das ist doch Ihre Aufgabe. Darum rede ich doch. Und darum schreibe ich doch Bücher. Wer hat die Hand? Diese letztgenannten drei Teilnehmer in Ihrem Haus, waren das Mieter oder sind die als Eigentümer in dieses alle Haus Mieter. Gegangen? Mieter. Alle Mieter. Alle Mieter. Wir haben durch die Bank genötigt, haben wir drei, das wollten wir erst gar nicht, haben wir uns drei als Teileigentümer in einer Eigentümergemeinschaft richtig ins Grundbuch eintragen lassen. Die hätten uns sonst keinen Kredit gegeben. Wir brauchten noch einen Kredit, um umzubauen. Den haben wir schon abgezahlt. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn ihr das braucht, machen wir das. Und dann ist es auch so. Und da ist rechtlich, sind eigentlich nur drei Parteien Eigentümer und die anderen Mieter. Und die, von denen ich eben erzählt habe, sind alles Mieter gewesen. Wer bestimmt denn nachher, wer da drin wohnt? Ist das immer die ganze Gruppe, die dann die Nachfolger aussucht? Oder ja. Machen das die jungen Leute, denen das Erbteil zugeflossen ist? Nein, wir haben nach langen Erfahrungen, wir haben auch ein paar Mal Pech gehabt, wir haben uns fest versprochen, wir müssen alle einverstanden sein, wenn da jemand Neues aufkommt. Ja. Keiner wird überstimmt oder so. Und die beiden, da sind inzwischen nur noch zwei Kinder, weil der andere gestorben ist, die beiden wohnen nun nicht bei uns, die in Berlin und in New York sogar, aber die hängen so an uns, dass sie genau wissen, dass das alles nur einvernehmlich geht und dass wir, weil wir an denen, wir an eigenen Kindern interessiert sind, das, was die an Miete zahlen, ihnen zukommt. Also wir vermieten diesen Teil, den sie geerbt haben, damit diese beiden erwachsenen Kinder, die beide Künstler sind und beide ziemlich knapsen, freie Künstler sind, damit die wenigstens so ein bisschen davon auch monatlich kriegen. Da fühlen wir uns verantwortlich und darauf verlassen die sich und wir auch. Das ist bisher konfliktfrei gegangen. Klar, wenn man so langjährig zusammenlebt, dann wachsen einem auch die Kinder der Freunde ans Herz. Also ich kann mit den Kindern meiner Freunde wie mit eigenen Kindern leben. Die haben auch eine Nähe zu mir, wie wenn ich mit ihnen verwandt bin. Also der eine, der Hamburger, der kommt, wenn er zu uns im Haus kommt, der kommt immer zuerst zu uns und dann erst zu seinen Eltern. So. Weil der rede, muss immer seinen ganzen Kram loswerden und so. Und das können wir alle gut ertragen. Also die Eltern können das wissen, das nur so. Und wir sind alle froh, wenn er kommt. Der fährt mit dem Rennrad, der tobt sich mit dem Rennrad aus von Hamburg nach Bremen und kommt da völlig angeschwitzt und erzählt sich so richtig rein, unser Projekt, und wir sind happy, dass er da ist, weil er auch ein feiner Kerl ist. Also, da verändert sich ja was. Das ist dann nicht mehr so wie so ein Mietskaserne, wo man immer sagt, oh Gott, da kommen schon wieder welche, die nachts den Lautsprecher zu laut andrehen oder die erst nachts aktiv werden oder so. Nein, das ist alles irgendwie beredbar. Könnten Sie Ihr Eigentumsanteil verkaufen? Ja, aber wir haben alle im Grundbuch ein Vorkaufsrecht. Also gegenseitig das Vorkaufsrecht. Ja, wir haben uns gegenseitig alle ein Vorkaufsrecht eingeräumt, steht auch richtig drin. Also kann sich keiner darauf berufen, er wüsste das nicht. Da muss ich ja ins Grundbuch reingucken. Wir wollen verhindern, dass da irgendwie ein richtiger. Und die Mietwohnung, zu welchen Wohnungen gehören die? Die sind zugeordnet zu den drei Anteilen. Also wir haben zum Beispiel zwei Mietwohnungen. Und die anderen haben entsprechend die auch verteilt.